Hey Leute und damit herzlich willkommen zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Im letzten Part sind wir hier in Dodongos Höhle angekommen und ich muss mich gleich mal entschuldigen, dass ich echt müde bin. Hab echt bescheiden geschlafen. Dementsprechend muss ich mir auch gleich nebenbei mal ein bisschen Kaffee reinziehen. Das macht's gleich besser. Gut, ja, wir sind in Dodongos Höhle angekommen. Im letzten Part haben wir auch begriffen, ja, ne, wir können mit dem Hammer smashen. Geht da auch gleich der, jawohl, da kann man easy peasy alles wegfetzen. Ach, geil. Bombenhammer auch. Ich denke, wir kommen hier vielleicht ganz gut durch. So, ihr habt mir schon wieder viele Tipps geschrieben, gerade was Majora's Mask angeht. Die habe ich schon alle aufgeschrieben. Da werden wir demnächst auf jeden Fall dem Ganzen mal nachgehen. Was kann ich eigentlich? Nö. Das muss ich herkömmlich mit einer Bombe erledigen. Und ich weiß auch, dass ich im Todeskrater was vergessen habe. Hä, der droppt Krabbelmin? What the heck? Alles klar. Wir gehen erstmal auf der linken Seite lang, würde ich sagen. Genau, im Todeskrater habe ich den einen Deku übersehen. Den sollte ich da auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Ein Deku-Stick, hey. Mache ich auf jeden Fall, sobald ich da nochmal hinkomme. So. Der Boss-Key vom Schattentempel. Was ist denn hier? Klar, nehmen wir den mit. Hä? Boss-Key of Shadow, Junge. Bam, Alter. Hä? Glaube ich zwar nicht, dass wir da in nächster Zeit reinkommen, aber hey, warum soll man den liegen lassen, ne? Wenn man den schon mal mitnehmen können. Alles klar. Ja, easy. Dann haben wir das alles schon mal. So, hier geht die Tür noch nicht auf. Da müssen wir erst auf der anderen Seite was machen, ne? Genau. So, alle hopp. Ja, kam er jetzt gerade aus einem schönen langen Wochenende mit meiner Frau zurück. Die hatte Geburtstag. Und wir waren in Stuttgart. Beim Musical. War echt wunderbar. Und ja. Heute startet meine Frühschicht und dementsprechend bin ich sehr müde, weil ich versuche mal in der Frühschichtwoche vor der Frühschicht quasi aufzunehmen, weil im Nachhinein habe ich da wenig Bock zu immer, sag ich mal. Ist auch so geil, ne, mit dem Hammer. Alter, geil. Hammermäßig. So, das ist ein bisschen so, zack. Genau, und da ich jetzt am Wochenende immer schön lange wach war und Frühschichtwoche, erster Tag, das kennt ihr ja sicherlich. Man schläft bescheiden, wenn man früh ins Bett geht. Und naja, man kennt es ja. Auf jeden Fall heute gefühlt nur 4-5 Stunden geschlafen, vielleicht weniger. Jo, hier eine schöne Skulti. Ja, toll. Aber es geht hier, glaube ich, sowieso nur um die Skulti, ne? Ja, okay. Und Rubin. Oh, shit. Ich glaube, ich gehe hier mal schnell raus. Sonst ballern die mich gleich weg. Vor allem grüner Rubin für Majora's Mask. Ich werde hier trotzdem mal ganz kurz den machen. Ihr hattet auch gesagt, ich habe irgendwo eine Skulti verpasst, ne? Bei Kakariko. Dass ich die vielleicht vergessen habe zu tracken. Das habe ich jetzt leider noch nicht nachgeschaut. Da muss ich nochmal gucken. Das muss ich mir unbedingt noch aufschreiben. So, hier gibt es ja auch noch eine Skulti. Die kann ich mir aber erst als Erwachsener holen. Beziehungsweise, wenn ich die Vogelscheuchen-Polka habe. Und den Enterhaken. Aktuell bin ich mir ja nicht ganz sicher, ob wir nicht auch alle Items, die wir als Erwachsener benutzen können, vielleicht auch einfach als Kind benutzen können. Das ist ja prinzipiell aktuell möglich. Ich muss ein bisschen aufpassen, ne? Ich habe nicht so viel Leben. Ich brauche... Ja gut, hier habe ich 12 Skultis. Das heißt aber nicht, dass ich eine vergessen habe zu tracken. Genau, weil ich will ja immer nur die tracken, die ich umgebracht habe. Ich hoffe, das passt so. Okay.
Einfach für mich, dass ich halt weiß, dass ich jetzt schon 11 Skuldies umgebracht. Obwohl es eigentlich komplett sinnlos ist. Ich merke ja, ob die Skuldies tot sind oder nicht. Naja, wir werden es ja merken. Ich mache mir da jetzt nicht so einen Kopf drum. So, ich glaube hier, es ist halt ohne Schwert, ist das echt schwer zu besiegen, die Viecher. Ne? Ich werde mir, glaube ich, mal die Zwille ausrüsten. Ich meine, ich habe ja eh den Hammer. So, Herzchen nehmen wir mit, natürlich. Sehr schön. So, und jetzt geht's auch schon in den Bossfight. Ich glaube, da kann ich ja wieder einen Degustik ausrüsten. So, let's go. Meine Lieben. Okay, was für ein Mod? Bau mal da. Ich glaube, ich muss einmal mit dem Hammer zuhauen und dann mit dem Degustik. Was ist das für eine Musik? Kennt ihr das? Okay, der Hammer ist auch mega stark. Was ist das für eine Musik? Kennt ihr die Musik? Das war irgendeine Mod? Okay, der Hammer ist, glaube ich, genauso stark wie der Degustik. Kann das sein? Ist auch so krass, dass ich einfach mit dem Hammer hier rumrenne. Bin total begeistert. Huch. Zack, Alter, weg damit. Was Geist auf Arcadia ist auch eine schöne Musik. So, dann den Check hier dürfen wir nicht vergessen. Ne? Das ist ein bisschen secret. Was haben wir da? Schade, nur ein Herzchen. Ist das normalerweise immer ein Herzchen oder hätte das jetzt auch was anderes sein können? Man weiß es nicht. Hätte, glaube ich, schon. So. Okay, weiter geht's. Ich muss mir meine Hasenohren aufsetzen. So, zack. Und rein da. Was haben wir hier? Ein Deku-Kerl. Ja, ja, immerhin, der kann ja was verkaufen. Zack. Ich weiß nicht, Leute. Was sagt denn ihr? Aber den kann ich auch finden. Den kann ich echt oft finden. Glaub, nein. Ich werd ihn nicht nehmen. 165 Rubine für den Halja-Schild ist schon teuer, finde ich. Okay. Boah, ist auch ein One-Hit einfach. Ist das gut? Diesmal nicht. Hä? Okay. So, ich töte ihn mal schnell. Aua. So, und dann Fackel. Die droppen Mana. Warum? Ich glaube, wir kommen hier echt gut voran. In dieser einen Folge. So. Wunderbärlich. So, dann haben wir hier schon mal den Schalter für die Tür drüben. Und haben hier die Seite quasi abgeschlossen. Also wir können uns merken, da gibt es notfalls halt noch einen Deku-Kerl, der uns ein Haya-Schild verkauft. Hat jetzt keinen Mehrwert für mich persönlich. Noch nicht. Wir haben auch die Hasenohren, deswegen wir entkommen halt auch fallenden Meteoriten und so ein Zeug. Dementsprechend bin ich da jetzt noch nicht so angetan. So, hier kriegt man normalerweise einen Kompass. Easy, ey. Ist halt mit dem Hammer, wow. Aber ich glaube, das ist so gewollt, ne? Dass ich hier mit dem Hammer durchrushe. Schön Geld für Majora's Mask. Sind das hier auch Gegner? Nö, ne? Alles klar, weiter geht's. So, die Bomben hier können wir ja immer noch nicht hochheben. Wir haben ja quasi nicht das, genau, das haben wir nicht. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, kann ich hier mit dem Hammer auch einfach... Nee, hier muss eine Bombe hin. Ansonsten geht das nicht. Ich habe 40 Krabbelminen, ey. Krass. So, Feuer frei. Ist einfach so gut, ey. Ich meine, notfalls hätte ich das ja auch mit der Maske machen können, ne? Ich bin so vorbereitet für diesen Dungeon. Ich bin halt gespannt, ob wir... Oh Gott, was ist denn da oben? Eine Skuldi. Ah, da komme ich jetzt auch noch nicht ran. Ich bin so gespannt, ob wir
hier ganz normal Dodongos, Dodongo, King Dodongo als Boss haben. Und ob das überhaupt Zufall war, dass wir jetzt hier in den Dungeon reingekommen sind. Weil ich war der Meinung, dass wir das eigentlich auch gerandomized haben. Eigentlich. Aber das muss ja bei mir nichts heißen. So. Was enthältst du denn für ein wunderschönes Item? Gut, ich glaube, das ist eine größere Bombentasche tatsächlich. Ich würde hier schon mal auf 12 gehen. Es könnte auch für The Big Bomb Bag für Ocarina of Time tatsächlich. Ja, das sind jetzt genau 30. Perfekt. Wollen wir mal gucken, was die Skull, die da drüben noch für uns bereithält? Müssen wir halt als Erwachsener hin. Okay, die hat auch nur ein Herz. Das heißt nicht so... so krass. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Feuerfledermäuse. Die machen guten Schaden, ne? Ich glaube, die haben vorhin ein Herz abgezogen. Das war schon übel. So, warte mal. Du, mein Freund. Warte, ich muss wegschieben. Stimmt. Zack, zack, zack. Aber ich muss sagen, Salia macht den Kampf ganz gut, ne? Dafür, dass er das erste Mal macht, ist er beeindruckend stark. Und kennt sich ziemlich gut aus mit ihren Fertigkeiten. So. Zack, weg damit. Können wir hier vielleicht... sehr schön, ein paar Nüsse holen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen mit den Hasenohren, dass ich nicht irgendwo runterjumpe. Ich bin der Meinung, in Majora's Mask springt man mit den Hasenohren auch weiter. Das haben sie in Ocarina of Time nicht übernommen. Da bist du wirklich einfach nur schneller. Aber. So, ich würde erstmal nach hier hinten gehen. Und da die Wand wegballern. Weil ich glaube, da gibt es nochmal einen Deku. Auf Rayman-Brüche. Zack. Ganz viele. Zwei. Sehr schön. Na, was erhaltet ihr für mich bereit? Ja, das schon mal nicht. Nope. Tschüss. Und was hast du Schönes? Ein Recover. Boah, für 330. Ey, du bist teuer. Du weißt, wie man Geschäfte macht, ja? Ciao. Okay, also das ist ein komplett sinnloser Raum. Können wir uns merken. Hätte ich doch den Heilerschild mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht. Ich will halt auch Geld sparen, falls ich doch irgendwas anderes kaufen will. Man weiß ja nie, was kommt. So, hier drinne. Ist hier zufällig? Nö, das ist auch nur so ein Recovery Heart. Oben haben wir eine Schatzkiste. Maske der Wahrheit für Ocarina of Time ist tatsächlich hier ein Trade-Item. Ist ein wichtiges Trade-Item, weil ich glaube, das ist dann für später wegen dem... der Maskenbühne? Wie heißt das Ding? Ihr wisst, was ich meine, ne? Wo man quasi die... Huch, was war das? Die Masken zeigen muss, präsentieren muss. Hey, das ist wirklich, es läuft alles darauf hinaus, dass wir hier diesen Dungeon machen, glaube ich. Wir haben einen Hammer, wir haben Bomben, wir haben die Zwille. Das läuft hier einfach perfekt für diesen Dungeon. Ich glaube wirklich, dass wir diesen Dungeon machen sollen. Aua. So, nächster Bossfight. Fish Mode. Sagt mir halt gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich diese Musik schon mal gehört habe. Sagt mir das gerne mal. In den Kommentaren. Ich glaube, ich nehme mal die Hasenohren runter. Klingt cool, aber sagt mir halt gar nichts. Aktuell ist der Hammer auch genauso stark wie der Deku-Stick. Also, ich kann auch den Hammer einfach nehmen. Und tschüss. Easy, ey. Okay. Ja, da hinten haben wir nur Recovery. Oh Gott.
Recovery Hearts, oder? Eine Skull, die gibt's da auch nicht. So ein Herzchen nehmen wir uns mit. Alles klar. Bei Gold Quest gab's da eine Skulti, aber hier nett. Okay. So, da müssen wir uns ein bisschen sputen. Obwohl das ja auch ein easy Rätsel ist. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das hier gezockt habe, da war das noch ein kniffliges Rätsel. Da musste ich das auch mal wiederholen. Ne, da war ich aber noch klein, war so 4 Jahre oder so. Damals habe ich das immer mit meiner Schwester gespielt. Das waren noch Zeiten. Aber ich erinnere mich halt, da war das Rätsel halt noch ein bisschen schwer, weil die Steuerung ging noch nicht so richtig klar. Okay, ein Swamp Skulltula Token. Ist schon Nummer 5, das ist auch echt krass, dass wir schon 5 Stück haben. Ich glaube, warte mal, wie viele gibt es? 15, 20, 30? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Das wird auch noch so ein richtiges Fest, ne? Wenn man dann in den Skulltula-Turm, in die ja, Skulltula-Häuser kommen in Majora's Mask. Das wird auch nochmal so richtig interessant werden. Bin ich mir sicher. So, jetzt müssen wir hier die Bomben reinschmeißen. Wir haben ja zum Glück genug. Dafür. Aber erstmal gehe ich da hinten die Truhe noch holen. Genau. Erstmal die Truhe holen. Aber ich glaube tatsächlich, wir können diesen Dungeon abschließen. Wenn wirklich Dodongo noch als Boss kommt, sehe ich da keine Probleme. Ey, ist aber echt gut gemacht, dieser Randomizer, ne? Was da an Items so kommt. Jetzt halt auch Bomben. Habe ich daneben geworfen? Nö. Perfekt. So, und das andere nochmal auf der anderen Seite. Also, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. So, und dann haben wir den Dungeon jetzt auch fast komplett, außer die eine Skulti, die oberhalb ist. Okay, ich sag mal, 2 Skultis fehlen noch. Wir wissen aber, die eine ist schon mal komplett sinnlos und random, weil die gibt nur ein Herzteil. Also ein Herzchen, kein Herzteil. Dementsprechend. Ah. Shit. Naja. So, hier Feuerfledermäuse. Tschüss. Kommt die andere auch noch? Boah, schön Herzchen. Nice. Bam. Okay, cool. Hätten wir das auch erledigt, dann gehen wir mal hier rüber. Boxen den Raum hier noch weg. Da ist auch auf jeden Fall eine Skulti drin mit Fledermäusen, glaube ich. Oder auch nur einfach die Statue. Ist auch ein ganz schön leerer Raum, ne? Muss man sagen. So, ciao. Wir haben ja noch so viel Zeit. Ich habe den Dungeon fast in 20 Minuten gemacht. Wahnsinn. Hä? Eine Sprungattacke mit dem Hammer, die killt halt die Skulti nicht. Hä? Eine Fee. Ja, sammle ich ein. Zack. Unglaublich. Ich habe gerade überhaupt keinen Schaden gemacht mit der Sprungattacke, ne? Das ist strange. Jawohl. Richtig schön weggesniped. Okay, ja, jetzt müssen wir hier über die komischen Blöcke. Hier wurde mir mal erzählt, das soll eigentlich so eine Art Schieberätsel sein. Dass man den Block hier rüberschieben soll, dann muss man da draufklettern, soll den Block runterschieben, soll den da rüberschieben und soll dann den Block runterschieben. Aber irgendwie wurde dabei nicht bedacht, dass man hier rot hochklettern kann. Ist auch irgendwie merkwürdig. Naja. So, hier gibt's eine Fee. Ich hab gesagt, die Feen heilen in Ocarina of Time Majora's Mask voll. Ist das echt so? Mir war immer so, als ob die nur 10 heilen. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. So Leute, ich würde sagen, wir machen es auf jeden Fall spannend und machen den Boss heute nicht mehr. Schön als Cliffhanger, damit wir auch nicht wissen, was da kommt. Naja, wenn ich den Raum jetzt betrete, weiß ich sowieso, was kommt. Weil das ist ja schon der Bossraum, ne? Die Sache ist halt, sollte hier jetzt nicht Dodongo drinne sein, weiß ich halt nicht, ob ich den töten kann. Könnte Probleme geben.
Ja, was haben wir denn? Also, Goma könnte ich auf jeden Fall töten. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Ich habe ja die Zwille, ich habe Dekonüsse, das sollte kein Ding sein. Dodongo, wie gesagt, auch. Aber Killer-Tentakel wäre sehr problematisch. Und ich weiß halt nicht, ob die Bosse der Kinder mit den Bossen als Erwachsener auch geschaffelt werden. I don't know. Aber ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und finden es im nächsten Part heraus. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi, Leute.